Naja. So, dann... wollte ich mich nochmal... Moment, hier haben wir ein Exit. Okay, ist natürlich verschlossen. Genauso wie vermutlich diese Tür hier. Wir gucken uns einfach mal in aller Ruhe um. Denn wie es weitergeht, weiß ich jetzt nicht. Ich habe, wie gesagt, also kurz nachdem ich hier diese zwei Wachen umgenietet habe, musste ich halt nochmal neu anfangen. Beziehungsweise das Spiel abbrechen. Und daher sammle ich mal lieber alles ein, was hier noch geht. So. Da hinten kommen wir her. Und was haben wir hier noch? Eine verschlossene Tür. Ja, also, was wollte ich noch gesagt haben, um das abzuschließen? Tja. Ach so, ja, irgendetwas hat an meinem Rechner dazu geführt, dass ich halt die Hardware-Beschleunigung bei Videos im Vollbildmodus, insbesondere bei Flash-Player-basierten, muss ich die Hardware-Beschleunigung eben abschließen, was den unangenehmen Nachteil hat, dass die Videos, die in hoher Qualität rausgegeben werden, qualitativ sehr stark abgeschwächt, also ne, die Darstellung in der Huch. Oh nein! Das darf doch nicht wahr sein, ey. Und ich habe nicht abgespeichert. So ein Dreck! Und dabei kann man noch nicht mal unbedingt sagen, dass ich nicht aufgepasst habe. Auf die Granate war ich einfach nicht vorbereitet. Och Gott, dann soll ich wieder anfangen. Tja, Leute, soll ich dann da wieder hinspielen oder machen das zusammen? Komm, wir machen das zusammen. Was soll denn der Scheiß? Ach so, genau, ja. Also, vielleicht können wir uns jetzt mal was Geschickteres einfallen lassen. Wir gehen jetzt einfach mal hier rein. So, hier lagen nämlich noch Granaten rum. Wir hören uns an, dass es schlechtes Wetter gibt. For the record. Zack. Zack, eine Granate. Pass auf, wir machen nämlich jetzt Folgendes. Wir begrüßen die jetzt einfach mal ganz freundlich mit einer Granate. Hier können wir nichts aufmachen. Wenn wir die Tür jetzt aufmachen. So. Moment, erstmal hier. Erstmal hier an Energie abnehmen, was wir können. So. Hat er aber, überlebt er aber, ne? Und ich schieße ja auf das Geländer. Mann, das ist doch scheiße. Ich verreck endlich. So, jetzt, Yes! Yes! Wir haben ihn erwischt. Sehr gut. Das ist mir gerade mal ein Quick-Save-Wert. Okay, gut, alles klar. Ah, herrlich. Wir müssen noch nicht mal eine Granate einsetzen. Hier haben wir noch einen Molly. Habe ich da eben Granate zugesagt? Naja, wie dem auch sei. So, jetzt haben wir schon ein Sniper-Gewehr? Hä? Wo haben wir das denn her? Hab ich gar nicht gecheckt eben. Naja. So, dann hier. Cold Steel. Wir machen direkt mal den hier. Machen das auf. Und bevor der irgendwas sagen kann, bevor der irgendwas sieht, ist er schon weg. So, dann können wir die im Prinzip auch direkt ausrüsten. Wobei, tja, also ich gehe jetzt hier rein, sammle den ganzen Shit ein und dann kommen die Penner ja auch schon. So, der eine zumindest, der jetzt eine volle Ladung, zwei volle Ladungen Schrot abkriegt und mich nicht trifft. Quick Save. Videos werden schlechter dargestellt, das wollte ich eben noch gesagt haben. Ach man, das ist voll doof. Und ich verstehe nicht, warum ich. Wo das Problem der Hardwarebeschleunigung ist und ich krieg's nicht raus. Die Internetforen sind halt, naja gut. Wenn man sich das Problem anschaut, kriegt man immer nur diesen grandiosen Tipp. Habe ich den Shit da oben jetzt schon geholt? Ich glaube nicht. Dann kriegt man nämlich immer nur diesen grandiosen Tipp, dass man auch bitte die Hardwarebeschleunigung ausschalten soll. Das habe ich gemacht, aber wie gesagt, das ist mit Nachteilen verbunden. Außerdem ist die Hardwarebeschleunigung auch für irgendwelche Dinge gut. Zum Beispiel, dass, soweit ich weiß, ich glaube, es ist so, dass die CPU merklich entlastet wird durch die Unterstützung der GPU, ne? Also meiner Grafikkarte. Was ja durchaus Sinn macht. Und ich möchte das ja auch gar nicht, ich möchte diese Option ja gar nicht abstellen. Da gibt es für mich gar keinen Grund zu. Naja, und warum erzähle ich das? Genau, weil, ja, warum erzähle ich das eigentlich? Habt ihr das überhaupt schon erwähnt? Es gibt nämlich einen Grund, warum ich das erzähle. Huch, was habe ich denn da getroffen? Denn bei der Aufnahme von Max Payne war das nämlich so, dass, jetzt
bei aktivierter Hardwarebeschleunigung, wie es eigentlich Standard ist, irgendwie, das hatte ich immer ein Flimmern oben links in der Ecke von dem Fenster von Max Payne. Obwohl ich Max Payne auf Vollbild habe. Also man konnte da halt immer, es flimmerte immer so ein, so, nochmal Quick Save. Es flimmerte da halt immer so, ja genau, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, bitte nicht. Oh gut, alles klar. So, nochmal Quick Save. So. Na gut. Das ging gerade nochmal so einigermaßen gut, damit kann ich noch leben. So, da geschlossene Tür. Hier geht's wieder auf. Schnell mal umschauen, ob hier noch irgendwas liegt. Oh Gott, was erwartet mich denn hier? Oh. Ah, ich glaube es war. Nein, nein, es war nicht die richtige Wahl, hier hin zu springen. Naja gut, kriegen wir noch hin. Ja, auf jeden Fall muss ich auch wieder hier wieder die Hardwarebeschleunigung für Max Payne deaktivieren. Damit. Da oben ist eine. Damit ich das Spiel halt gut spielen kann. Das finde ich halt uncool, also, weil ich nicht weiß, ob das irgendwelche Auswirkungen auf die Spielperformance hier hat. Das war der ganze Grund. So, jetzt hier. Ich will das hier erwischen. Hier ist irgendwo. Nein. Ach, shit. Ich hab's nicht gesehen. Ich wollte hier die das Ding in die Luft fliegen lassen, ne? Hier diese Trap Bomb. Oder wie die Dinger heißen. Na los, komm. So, wir waren hier. Komm, los, verreck schon. Was, warum denn? Ich baller dem hier irgendwie Zeugs in die Birne und der verweigert sich einfach umzufallen. So, ich schmeiß da doch jetzt gleich wieder eine Granate und nietet mich um. Was soll der Scheiß denn? Oh, und ich gucke in die falsche Tür. Ah, Mist. Naja. So, jetzt aber. Hat der hier wieder was fallen lassen? Nee, das war ich. Das war ich, der nachgeladen hat. Sonst was. So, jetzt hier. Nein, ich hab... Das war eine ganz schlechte Idee. Das war eine ganz schlechte Idee. Ich hasse es. Nein, jetzt habe ich auch noch Quick gesaved. Ich wollte Quick loaden. Verdammter Dreckscheiße. Ah, dann setze ich mich ja noch in so eine total beschissene Ausgangsposition. Ich hasse es. Nachladen, der lebt auch noch. Na, super. Nee, Leute. So nicht. So nicht. So, ich will es wenigstens so machen, wenn er noch lebt hier. Wo ist er denn? Der lebt doch noch. Hä? Oh, da oben ist er. Ich muss dringend nachladen. Scheiße, meine schönen Painkiller sind weg, ey. Die brauche ich doch mit Sicherheit noch für andere Dinge. Und der trifft mich mal eben. Was hat der überhaupt hier? Mindert der seit Eagle, ist klar. Ah, dann rüste ich die nämlich auch mal aus. Ah, das sind zum Glück neue Painkiller. So, noch irgendwas hier am Start. Ein bisschen Eisen geschmolzen. So. Hier ist noch eine Menge Kram. Sollte ich nicht verpassen. Ich weiß mir noch gar nicht, wo ich hin muss. Vielleicht sollte ich doch nicht so viel quatschen. So, naja gut. Zwei Painkiller noch am Start. Machen wir noch einen Quick Save. Ja, da, genau. Da. So, das hat hoffentlich was. Es hat nichts gebracht, ich glaube es nicht. Ja, natürlich, mach mich fertig, du Penner. Das darf doch nicht wahr sein. Hab ich hier? Hier war der letzte Ort. So, der hat es überlebt. Was trifft der mich denn? Mann! Das darf nicht wahr sein, ja. Da krieg ich doch mal ganz schlechte Laune bei. So, und jetzt hier. Friss, Alter. Wieso rumst es, ballert's hier und der überlebt alles? Das darf nicht. Der muss umfallen.
Nimm, egal was drin ist. Pump Action Scheiße. So, dann kurz mal checken hier, das ging doch noch auf. Ist hier irgendwas? Ist hier irgendwer? Ich traue dem Braten doch nicht. So, ich komme mal wieder raus. Hier ist wieder geschmolzener Shit. Und ansonsten, Painkiller. Das sind Painkiller. Die will ich doch haben. Wie soll ich denn da hinkommen? Die Tür da hinten ist geschlossen. Was wollen die von mir? Wie soll ich da hinkommen? So? Ich glaube, sowas in der Art wollen die von mir. Wollen die das ernsthaft von mir? Soll ich mal einen Quicksave machen? Also wenn ich jetzt hin... Ja, ich mach einfach einen. Ja, genau. Nein, aber theoretisch, habt ihr gesehen? Nein, das auch nicht. Kann man darauf, ja, stehen? Na, ist theoretisch möglich. Theoretisch möglich. Theoretisch möglich. Okay, noch einmal. So. So. Ah, geht doch. Genau, und da kommen jetzt erstmal Wachen. Ist klar. Ist klar. Ich hab's doch gerade gehört. Wo sind sie denn? Hätte ich auch hier lang gekommen, ne? So, weil hier... Na, hier ist alles zu. Hier habe ich keine Chance. Also, Quick Save. Wir haben uns gerade einen kleinen Vorteil verschafft. Was sehr gut ist. Ja, so geht's doch auch. Perfekt. Also, Quick Save, weil ich erwarte nämlich jetzt hier eine Menge Scheiße. Ich hab doch gerade hier Funk gehört. Hier ist aber nichts. Okay, gut. Okay. Okay. Puh, ich bin bei dem Spiel extrem misstrauisch geworden. Noch misstrauischer, als ich's vorher war. Na komm, den machen wir hier mal. Nein! Meine rechte Maustaste, die nervt echt noch so ein bisschen. Vielleicht soll ich wieder das Spiel mit meiner alten Maus spielen. Ganz fratze ist sie nämlich noch nicht. Weil die rechte Maustaste ist nämlich extrem empfindlich. Im Prinzip kann man damit gut arbeiten, aber... Man kann nicht sonderlich gut McPain damit spielen. Ja, das gibt's doch gar nicht. Alter. Ah. Meine Fresse, ey. Was ist denn los? Was ist denn los, ey? So, jetzt komm, da ist doch einer. Nein, ich hab... Komm schon. Lauf in meine Bullets rein. Nein! Ich hab's zu spät gesehen. Okay, komm hier. Nein, ich hab die falsche Waffe ausgerüstet. Oh. So, jetzt hier, lauf rein. Nein! Das darf doch nicht wahr sein. So, jetzt hier. Boah. So, jetzt komm. Jetzt werft die bekackte Granate. Ja, genau. Voll für die Glocke da hat er sie mir geworfen. Hat sie wenigstens selber hingerissen. Ja, sieht so aus. Wie Vollidiot. So. Damit haben wir wieder ein bisschen Colt-Ammo. Das ist gut. Wer sagt das? Wo kommst du, kleine Pissratte, eigentlich her? Das darf doch nicht wahr sein. Ich bin das Waffenwechseln leid hier. So. In den Kugelhagel rein, bitte. Danke. So, der ist umgekippt. Jetzt werft mir schon die Granate an den Hals. Hahaha. Ja. Nein, wie viel Energie ich wieder verloren habe. Oh, ich hab auch jetzt immer noch wenig Energie. Naja, gut. Scheiße. Totaler Dreck. Fluch. Nein. Ich mach nur Mist heute. Ich weiß nicht, was los ist. Keine Ahnung. Es tut mir echt leid. Ich krieg's nicht auf die Kette. Vielleicht sollte ich einfach gerade keinen Max Payne spielen. So, Tür auf. Nein, nicht. Nein, jetzt nicht. Jetzt. So, jetzt hier. Lauf rein in meinen Kugelhagel. Tu da nicht, weil ich das Geländer treffe. Ich glaub's nicht. Ey, ich glaub's nicht. So, da
Da kommt er schon, jetzt will er werfen. Wirft er einfach so? Dann macht er nicht, ne? Na gut,